Salve a tutti, mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Mittwoch, es ist der 5. Februar, es ist 18.20 Uhr. Wir schreiben das Jahr des Herrn, an dem Tesla sogar mal gefallen ist. Muss man ja mittlerweile auch mal sagen, es ist was Exzeptionelles. Vor euch liegt der Chart vom Stanpur. Ich habe Nasdaq gemacht, ich habe Dow gemacht. Jetzt ist der Stanpur mal wieder dran. Und das ist ein relativ langer Chart, der ist also hier aus 2017. Und ihr seht hier diesen Trendkanal. Einen ähnlichen Trendkanal hatten wir auch im Nasdaq. Jetzt hole ich die Geschichte mal hier näher ran. Es war sehr schön seit Ende 2018. Immer wieder ausgeprägte Aufwärtsbewegungen, aber auch sehr schöne Korrekturen. Absolut gesund, die ganze Geschichte. Wir befinden uns in diesem Aufwärtstrend. Gehen wir mal ein bisschen näher ran, dass wir die Geschichte ein bisschen deutlicher sehen. Wir haben genau wie beim Nasdaq hier, der Nasdaq hat ein All-Time-High gemacht. Das war gestern, also am Dienstag. Heute gibt er ein bisschen nach. Aber der Stanpur ist auch wieder kurz davor, ein neues High zu machen. Das heißt, er ist gestiegen, macht eine offensichtliche Korrektur bis ans untere Band, verletzt es, aber nicht mehr und liegt jetzt schon wieder in der Nähe des All-Time-Highs. Wenn der, ich mache mir hier das Fadenkreuz rein, diesen Kurs hier überbietet vom Hoch 3338,5 mit Schlusskurs, ist das weiter positiv. Dann kann sich dieser Trend hier weiter fortsetzen. Wir haben von dem MACD, vom Trendfolger, sind wir positiv, alles hier in Ordnung, Stochastik weiter positiv. Ich lese jetzt gerade eben über die verschiedenen Apps, die ich hier habe. Aufgrund der Eindämmung der Epidemie steigen die Börsenkurse. Weiß ich nicht. Dazu bin ich zu wenig Forscher, um das wirklich einschätzen zu können, inwieweit das die Kurse hier extrem stark gebremst hat. Auffallend waren lediglich, dass viele Indizes, ob das jetzt IBEX, Icacarant oder auch der Dow, Stanpur oder der DAX, die haben einfach mal geatmet. Vielleicht brauchten die ein Ventil, wie auch immer, ob sie das Corona nennen oder wie auch immer, brauchten ein Ventil und einfach mal ein bisschen zu atmen, weil zu stark gestiegen. Das hat der Stanpur auch gemacht, aber es sieht alles in Ordnung aus. Wir sind also hier im Tageschart, eine Kerze, ein Tag, das ist alles völlig in Ordnung hier. Ich habe keinen Grund zur Annahme, dass das hier nennenswert fallen sollte. Ich habe euch Scheine mitgebracht für beide Positionen, sprich erstmal den Call für die Leute, die denken, dass wir jetzt wirklich das hier rausnehmen, also hier ein neues Hoch machen über der 3338,5, da muss ich den Stop nicht irgendwo hier unten setzen. Ich kann den, ihr seht es hier, ganz knapp unter die 3200 setzen. Das hat jetzt seit dem Mitte Dezember ein paar Mal richtig schön gehalten, hier drunter. Da suche ich mir die Basis und das ist hier, den ich gefunden habe, ein 3190er. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman Sachs mit der Kennnummer GB6RKE. Nochmal, GB6RKE. Nochmal ganz kurz mit der Brille überprüfen. Jawohl, ist richtig. GB6RKE. 3190er. Hat im Moment einen 24er Hebel. Finde ich völlig vertretbar. Ja, Markt liegt über 10 und 20 Tage Linie. Ist okay. Für die Leute allerdings, die denken, nee, der schafft das nicht. Der macht jetzt hier einen Doppeltop. Und macht vielleicht so eine Art M-Formation, also hoch, runter, hoch und dann ganz runter, vielleicht bis hierhin. Das ist auch möglich. Ich halte es für momentan für wenig wahrscheinlich, aber es ist möglich. Da suche ich mir einen Put, der relativ nah hier dran liegt. Und zwar an der 3400. Da habe ich also einen deutlich höheren Hebel. Da würde ich nämlich sowas hier nehmen. Das ist ein 3405. Da sind wir hier oben. Ja? Ich muss den nicht ganz hier oben nehmen, sondern wenn er das jetzt nicht schafft und macht wirklich einen Doppeltop, kann ich auch ganz nah hier dran gehen. 3405,66 im Moment ein Open-End-Schein mit einem Hebel von 42 von Goldman Sachs mit der Kennnummer GB3PZS. Gustav Bertha 3, Paula Zeppelin Siegfried. So, und jetzt schauen wir mal, was der Freund dann macht. Ich denke, der hat gute Chancen weiterzugehen. Ich glaube, dass so Short Squeeze wie ein Tesla natürlich das Augenmerk anziehen, aber ich glaube, die haben jetzt auch kurzfristig mal einfach ihre Hochs gesehen. Ob sie jetzt viel fallen, ist die nächste Frage, weil ich glaube, da sind so viele Leute short, die sind halb froh, wenn sie da irgendwie plus minus null wieder rauskommen. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so stark fällt, aber wir werden es sehen. Wie auch immer, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.